Ich glaube, der Fall Giselle Pellicone, ich hoffe, dass der Name richtig ausgesprochen ist, ist mit einer der schockierendsten Fälle, von denen ich jemals gehört habe. Ich bin mir sicher, an dem Punkt haben es einige schon mitbekommen. Da kam kein Video dazu, weil ich ehrlich gesagt einfach nur die Updates abwarten wollte und was bis jetzt bei rumgekommen ist. Da macht mich wirklich sehr traurig und sauer. Ich bin einfach so fucking sauer. Lass uns einfach mal damit beginnen. Wer ist eigentlich Giselle Pellicone? Giselle Pellicone ist eine 72-jährige Frau, die jetzt so viel Aufmerksamkeit erhält und in den Schlagzeilen ist, weil sie gegen ihren eigenen Mann vorgeht, der sie über 9 Jahre, knapp 10 Jahre, unter Drogen gesetzt hat, sie selbst missbraucht hat und noch dazu andere Männer aus dem Internet nach Hause eingeladen hat, um sie auch zu missbrauchen. Das alles, und ich wiederhole hier nochmal, das alles ist von ihrem eigenen Ehemann passiert, mit dem sie Jahrzehnte zusammen war. Von 2011 bis 2020 wurde sie betäubt und es sind insgesamt 92 verschiedene Raping-Missbräuche identifiziert worden. Von diesen 92 waren es alleine 72 verschiedene Männer, die zu ihr nach Hause gekommen sind und sich an ihr vergangen haben. Sie war 61 bis 69, als ihr das passiert ist. Der Fall war ja sehr lange gar nicht öffentlich. Giselle Pellicone selbst hat entschieden, diesen Fall öffentlich zu machen, damit sein Gesicht veröffentlicht wird, sein Name veröffentlicht wird und von allen anderen, die Täter, das genauso passiert, dass Name, Gesicht veröffentlicht wird. Und es gibt schon eine Namensliste, die auf Twitter kursiert, als ich mich mit dem Fall auseinandergesetzt habe. Okay, sie wurde insgesamt von 72 verschiedenen Männern nacheinander missbraucht. Nein, es waren sogar mal einige auf einmal. Für mich ist das Schlimme an dem Fall erstens, dass diese Frau überhaupt öffentlich gehen musste, auch weil man wirklich versucht hat, sie dafür zu blamen. Okay, sie als sedierte Frau, die da liegt, sich überhaupt nicht bewegen kann. Deswegen hat sie entschieden, den ganzen Fall öffentlich zu machen, was ehrlich gesagt richtig ist, meiner Meinung nach. Und ich bewundere sie so sehr für ihren Mut, dass sie diesen Schritt geht. Selbst, ich meine, jetzt selbst in dieser Öffentlichkeit, dass der ganze Prozess öffentlich ausgelebt wird, wir sehen ja immer noch, dass so viele Männer sie dafür blamen. Selbst die, die an der Tat teilgenommen haben, haben sie dafür geblamed. Ich werde euch jetzt ganz genau erzählen, wie das Ganze ans Licht kam. Und zwar war das im Jahr 2020. Ihr Ehemann war draußen unterwegs und hat irgendwelchen Frauen unter dem Rock fotografiert. Nur dadurch ist das herausgekommen, liebe Freunde. Die Polizei hat sein Handy beschlagnahmt und sein Handy durchgeschaut. Die Polizei hat dann herausgefunden, dass es von einer alten Dame merkwürdige Videos gibt, die halt sich immer regungslos, die regungslos da liegt und von mehreren Männern. Ihr versteht schon. Können wir uns mal bitte ganz kurz vor Augen halten, dass wenn der Typ, dieser eklige Typ von Ehemann, damals dieser Frau nicht unter den Rock fotografiert hätte, diese Frau nicht Schritte eingeleitet hätte, wäre seine Frau bis heute noch von ihm betäubt worden und von mehreren Männern missbraucht worden. Es ist nur durch einen Zufall rausgekommen, dass diese Frau von ihrem Mann betäubt wurde. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Polizei daraufhin Schritte natürlich eingeleitet hat. Unter anderem haben sie auch Giselle Pellicone befragt. Dafür haben sie sie erstmal über ihr Sexleben zu ihrem Mann befragt. Und sie meinte, nee, das ist alles gut. Und generell ihr Sexualleben, sie ist eine Frau, die nur einen Mann in ihrem Leben hat. Und hat grundsätzlich nicht verstanden, was für private Fragen ihr da gerade gestellt werden. Sie hatte gar keine Ahnung, worum es ging, bis die Polizisten ihr dann gezeigt haben, dass sich auf dem Handy ihres Mannes Videomaterial und Bilder befinden, die eindeutig darauf zeigen, dass sie das ist. Giselle Pellicone hat sich im ersten Moment überhaupt nicht selbst erkannt. Sie hat sich die Videos und die Bilder angeschaut. Die Polizisten haben gefragt, weißt du, wer das ist? Sie sagt, nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Sie zeigen ihr mehr Bilder und mehr Bilder und mehr Videos. Sie hat keine Ahnung, wer diese Frau
auf den Bildern war. Und wisst ihr, warum sie auch diese Frau überhaupt nicht erstmal erkannt hat? Weil ihr Mann sie umgezogen hatte für diese Menschen, diese Täter, die ständig vorbeigekommen sind, bis ihr die Polizisten zu verstehen geben mussten, dass sie das ist. Sie war natürlich total im Schock, konnte gar nicht glauben, dass sie das wirklich sein soll. Sie hatte dann das Interview abgebrochen, weil ihr so schlecht geworden ist und sie bekam eine Panikattacke. Like, stellt euch mal vor, ihr findet heraus und ihr hättet gar keine Ahnung davon, dass diverse Männer sich an euch vergriffen haben. Ihr findet euch auf dem Handy eures Mannes, den ihr eigentlich vertraut. Die Demütigung, der Vertrauensbruch, es geht sogar weit über das hinaus. Es ist unfassbar abartig, dass ich noch nicht mal die passenden Worte dafür finde. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der aktuelle Prozess bis Dezember gehen soll. Das wurde bisher vorausgesagt. Es ist ein langer Prozess. Wo ich richtig mitfühlen muss, ist, dass diese Frau das in dem Prozess, diese ganzen Videos und so weiter und Fotos nochmal sehen muss und nochmal dazu Kommentare abgeben muss. Ich kann mir im Leben nicht vorstellen, wie sie sich fühlen muss. Fakt, dass der Ehemann diese Frau im Internet angeboten hat. Daraufhin haben sich so viele Männer gemeldet, im Alter von 22 bis 70, die sich gerne mit ihr vergnügen wollten, während sie betäubt worden war von ihrem Mann. Das, was mich so sauer macht, ist ja, dass so viele Männer, von denen die 51 identifizierten, wirklich versucht haben, sich noch daraus zu reden. Einige von ihnen haben nämlich gesagt, sie wussten ja erstmal gar nicht, dass sie betäubt worden war, sondern sie hätte nur so getan, als hätte sie geschlafen. Dann gibt es noch andere Männer von den 51, die identifiziert worden sind, die gesagt haben, haltet euch fest, sie haben gedacht, sie hätte nur geschlafen. Als würde es irgendwas besser machen. Wisst ihr, warum mich das so sauer macht? Weil das Bullshit ist. Der Ehemann, der seine Frau angeboten hat im Internet, es gab klare und strikte Regeln, wenn diese nach Hause kommen wollten. Erstens, diese Männer mussten 1 Kilometer von ihrem Haus entfernt parken, okay, damit die Nachbarn keinen Verdacht schöpfen. Das haben sie gemacht. Dann mussten die Männer noch 1 Stunde im Auto bleiben, um ganz sicher zu sein, dass das Betäubungsmittel wirkt. Wenn diese Männer 1 Stunde gewartet haben, dann diese 1 Kilometer zu ihr, zu Giselle Pellicot gelaufen sind, dann mussten sie sich duschen. Und hier nochmal, und das macht es für mich ausschlaggebend, keiner von denen kann sagen, dass sie nicht wussten, okay, dass sie betäubt worden ist. Aus dem Grund, weil ausdrücklich gesagt worden ist von dem Ehemann, es darf kein Parfüm getragen werden, man darf nicht geraucht haben, es sollen keine Bite Marks hinterlassen werden auf dem Körper, sie darf nicht stark angefasst werden. Sag mir jetzt nochmal, dass keiner von denen wohl wusste, dass diese Frau betäubt worden war. Man glaubt immer, dass es irgendwelche Monster sein müssen, aber glaubt mir, aber es sind immer die, von denen man es nicht denkt. Unter anderem war auch ihr Nachbar darunter, der ihr das angetan hat. Und ihr müsst euch vorstellen, dass sie diesen Nachbar immer gesehen hat, dem zugewunken hat, Hi gesagt hat, mit dem ein bisschen geschnackt hat. Und sie erfährt, dass sogar er ihr was angetan hat. Wie, oh, ey, ich möchte hier einmal klar machen, diese Frau war 50 Jahre mit ihm zusammen. Und sie hat 3 Kinder mit ihm geteilt. Und dieser Typ hat ihr sowas angetan. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Hört mir mal zu. Ich frage mich, wenn du so eine Neigung hast, so eine kranke Neigung, ich bin mir sicher, die ist nicht von heute auf morgen gekommen. Einmal hat ein Zuschauer kommentiert, was ist, wenn dieser Typ absichtlich gewartet hat, bis sie ein gewisses Alter erreicht, damit sie nicht mehr schwanger werden kann, damit er seine kranke Fantasie ausleben kann. Ich lese das hier ab. Ein Angeklagter hat sogar behauptet, dass sie glaubten, dass die Zustimmung eines Mannes für Geschlechtsverkehr ausreichend sei. Oh mein Gott. Ich bin so sauer. Ich habe keine Ahnung, wie sauer ich gerade bin. Ein Anwalt, der 6 Angeklagte vertritt, hat sogar ganz Frankreich damit schockiert, damit argumentiert hat, dass es keine Vergewaltigung gibt, weil es keine Absicht war. Sie ist das perfekte Opfer. In dieser ganzen Zeit, wo sie betäubt worden war, diese Frau war wirklich wie verrückt, because sie wusste einfach nicht, was mit ihr nicht stimmte.
fast 10 Jahre ist sie nonstop zum Arzt gerannt, hat ständig dem Arzt gesagt, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt, sie ist irgendwie neben sich, vergisst so viele Sachen, bla bla bla. Und der Mann, der Ehemann, begleitet sie, hält ihre Hand, tut so, als wüsste er auch von gar nichts, wobei er derjenige ist, der ihr den Scheiß angetan hat. Diese Frau hat geglaubt, sie würde Alzheimer bekommen. Was für eine Welt für sie zusammengebrochen sein muss. Wenn ich mir vorstelle, oh mein Gott, diese ganze Situation ist wirklich krass schlimm. Das war leider noch nicht alles, Leute. Dieser Typ ist so krank, dass man sogar auf seinem Computer und auf seinem Handy gefunden hat, dass er Nacktbilder von seiner Tochter gemacht hat. Und er hat wohl seine Tochter auch betäubt. Auch an dem Zeitraum, wo seine Tochter etwas kleiner war. Bisher wurde nicht darüber geredet, ob dieser Mann sich auch an seiner Tochter vergangen hat. Das weiß man nicht. Jedes einzelne dieser Kinder möchte nichts mit diesem Vater zu tun haben. Man hat bei der Anklage gefragt, man hat bei diesem Prozess gefragt, okay, was genau sein Beweggrund war, dass er seine Frau jahrelang betäubt hat und diverse Männer zu sich eingeladen hat, damit sie sie missbrauchen können. Und er selbst hat sie auch missbraucht. Er sagt, bitte setzt euch hin. Hat ihr das angetan, weil sie nicht an dem Swingerleben teilhaben wollte, nachdem er sie gefragt hat. Scheint eine logische Schlussfolgerung zu sein, dann zu sagen, okay, ich werde sie dann betäuben. Und dann trotzdem alle Männer einladen. Der Typ ist ein Narzisst, wenn ihr euch anhört, was der sagt. Ich glaube mir, ich gehe schon ins Detail. Ich kann nicht alles komplett detailliert erzählen, weil wir dann wirklich eine Stunde Videomaterial hier haben. Aber hört mir zu. Dieser Typ sagt, dass sein Leben zerstört worden ist von seiner Frau, weil sie diesen Prozess öffentlich gemacht hat. Ihm geht es ja so schlecht. Es ist so in Frankreich, dass man den Prozess ja verlegen kann. Und so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil es dem Mann wohl nicht gut geht, also gesundheitlich, durch diese ganze Aufregung und durch die Öffentlichkeit, dass die weiß, wie er aussieht und so weiter, geht es ihm nicht gut. Der Stress setzt ihm halt sehr zu, weshalb der Prozess momentan verlegt wird. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Tage oder Wochen verlegt wird. Glaubt mir, ich bin da so dran. Jeden verkackten Tag gucke ich, ob es etwas Neues zu diesem Fall gibt. Ihr könnt sehr gerne kommentieren, wenn ihr irgendetwas, ihr könnt sehr gerne zu diesem Fall etwas kommentieren oder irgendwas anderes anmerken, wenn ihr wollt. Wenn ihr schneller sein solltet als ich, manchmal seid ihr schneller und macht mich sofort auf ein Thema aufmerksam, schreibt mir gerne über Instagram, Shirin Azami mit Doppel-I, und dann würde ich schnellstmöglich wieder ein Video zu machen. Aber wie gesagt, ich bin wirklich jeden Tag dabei, um zu gucken, ob es was Neues gibt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video und wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.